Morning Talk, hallo. Ah, meine Nase juckt. So, ich habe heute mal wieder was bekommen. Die letzte, die ich bestellt habe, durfte ich mal wieder beim Zoll abholen. Hat mich, wie viel Euro? 5,32 Euro oder so hat es gekostet. So eine Scheiße. Aber ich habe gemerkt, da haben, glaube ich, noch irgendwie gefühlt 10 so Kisten gelegen. Also bin ich nicht alleine. Ja, gucken wir mal, was drin ist. So. Irgendwas von Adventure Time, ich weiß sogar, wie man es macht. Ein Origami. Okay. Oh, da sind ja 2 T-Shirts drin. Du Scheiße. Was soll ich mit so vielen T-Shirts machen? Das ist Ant-Man. Also das ist Wasp. Wasp. Und das ist dann wahrscheinlich Ant-Man oder was? Nee, oder? Das ist Spider-Man. Doch, das ist Ant-Man. Achso, okay. I understand. Zum Film halt. Toll, ne. Naja. Nichts Besonderes. Was ist das? Aha. Mach mal auf, bitte, danke. Ich mach mal weiter. So ein Pin mal wieder. Magneten von den Turtles. Das ist ja schon mal ganz richtig, das kommt in meinen Kühlschrank. So, hier steht, was es so ist. Die war da oben. Ja, die da. Genau, die stand auch beim Zoll rum. Okay. Ah ja, ein Bilderrahmen. Ah, Picture Frame, ja, da steht's. Geil. Okay, ja, das war's dann auch schon. Ich hab's ja schon mal gesagt, das ist die letzte. Also, das lohnt sich gar nicht, finde ich. Ich habe die Loot Crate mal vor Jahren mal gehabt. Da war richtig geiles Zeug dabei. Ein schönes. Jetzt habe ich wieder 2 T-Shirts mehr. Ich habe eh schon Tausende. Ja, es gibt Besseres. Dafür habe ich aber noch was anderes Neues. Figuren mal wieder. Ich hol die mal schnell. Ich habe das jetzt mal so, dass ihr... Ich meine, ihr seht hier schon ein bisschen. Ich war vorhin im GameStop leider. Und da haben sie diese 3-2-Aktion. Ich weiß nicht, ob ich die letztes Mal gezeigt habe. Habe ich die gezeigt? Die Mickey-Figuren. Den hier. Jetzt habe ich hier alle. Alle, die hier drauf sind, habe ich. Jetzt gibt es aber nochmal den ganz normalen Mickey, also so wie ihr den kennt, ganz normal, ohne irgendwelche, den riesengroß, so wie ich den habe. Also der fehlt mir jetzt noch. Jetzt habe ich hier schon mal alle. Das ist ganz cool. Hier. Dann muss ich mir natürlich einen aussuchen für die 3-2-Aktion. Da wusste ich halt nicht, wen ich nehmen soll. Dann gab es dann hier noch dazu. Der Crash Bandicoot. So. Dann hat meine Freundin mir den hier besorgt. Den Wall-E mit, ja, ihr seht ja, die Box sieht schon ganz anders aus. Das ist alles für die Umwelt. Das ist alles wiederverwertbares Zeug. Der ist auch aus wiederverwertbarem Material gemacht. Ansonsten ist es mir eigentlich scheißegal, der Wall-E, aber die Verpackung, das ist cool. Dann den hier habe ich bekommen. Goldenen Loki. Da kommen ganz viele raus hier, die da. Alle in Gold. Da will ich alle haben. Und das sind ein paar. Gut. Dann habe ich jetzt die letzten Comic-Con-Figuren bekommen. Entschuldige, mal kurz weg. Die letzten Comic-Con-Figuren. Die habe ich mir aus Australien bestellt. Ich durfte jetzt 18 Euro bezahlen. Jetzt habe ich aber die bekommen. Also den hier habe ich euch vielleicht schon mal gezeigt. Den habe ich jetzt leider doppelt. Weil da konnte ich nicht warten. Hat den beim GameStop schon mal gekauft. So. Der ist halt aus Australien, der ist was Besonderes. Aber trotzdem würde ich ihn verkaufen. Ich brauche den nicht zweimal. So, dann den hier, Kingdom Hearts Mickey. Schon wieder ein Mickey. Leider hat der ganz schön was abgekriegt hier. Hier. Ich hoffe, man sieht's. Ja, da oben ganz schön heftig. Hier. Ich muss mal denen schreiben, ob die da was machen können wegen dem Preis jetzt, weil. Die, ich meine, es ist gut, dass es nicht vorne ist hier. Weil die Figuren stehen ja dann eh irgendwann so im Regal. So. Aber es ist trotzdem ärgerlich. Ist ärgerlich. Ja. Also hier. Den Mickey gab es ja schon mal mit Umhang. Der ist halt jetzt ohne Umhang. Ja.
So, dann von Hercules, Pain and Panic. Die sehen cool aus hier. Jetzt habe ich eigentlich alle. Bis auf den hier in Glows in the Dark und dann einmal nochmal Rot in Rot, also wütend. Die zwei fehlen mir noch. Der Glow in the Dark ist eigentlich ganz billig, aber der Rote ist sauteuer. So, und dann kommt jetzt ein Grail, auf den ich mich sehr freue, dass ich den bekommen habe. Super Saiyajin Vegeta Gold. Als er angekündigt wurde, war der bei 500 Euro gehandelt. Als dann Australien den auch bekommen hat, ist er jetzt auf, der ist jetzt bei 80 Euro, ist er gelandet. Ja, cool, wenn immer noch bei 500 wäre. Aber ja. Wie ihr seht, 9 Stück sind es, gell? Ja, 9. Nicht normal. Ja. Also, Livestream heute von der Champions League Auslosung. Ich werde den nichts zeigen. Ich werde ganz halt so hier sitzen und es gucken und euch halt berichten. Und wenn ihr im Chat schreibt, auch was dazu sagen. Aber ich werde euch nichts zeigen. Nicht, dass ich da gebannt werde oder sonst irgendwas. Das will ich nicht unbedingt. Also ich will keine Probleme mit Sky oder DAZN oder sonst irgendjemandem. Okay, das war's. Jetzt werde ich mich rasieren gehen. Tschüss.